Kollege Dietmar Nietern das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 27. Januar des Jahres 2000 hat hier an diesem Rednerpult der große Elie Wiesel zu uns gesprochen. Er hat uns damals am Holocaust-Gedenktag eine Mahnung mit auf den Weg gegeben. Er sagte, ich zitiere: Wer sich dazu herbeilässt, die Erinnerung an die Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein zweites Mal. Heute sind wir hier in diesem Hohen Hause zusammengekommen, um den Opfern des Völkermords an den Armeniern vor 100 Jahren unsere Ehre zu erweisen. Und wenn nunmehr in den Entschließungsanträgen aller Fraktionen vom Völkermord gesprochen wird, so geschieht dies nicht, um Hass zu schüren oder ein befreundetes Land wie die Türkei belehren oder gar beleidigen zu wollen. Vielmehr wollen wir ganz im Sinne von Elie Wiesels Mahnung heute deutlich machen, dass wir uns eben nicht dazu herbeilassen wollen, die Erinnerung an die Opfer zu verdunkeln. Aus diesem Grund, weil wir den unschuldigen Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen wollen, haben wir uns dazu entschlossen, die vom damaligen jungtürkischen Regime befohlene systematische Vertreibung und Vernichtung der anatolischen Armenier, aber auch die Opfer, die es gefordert hat, bei den Aramäern, Assyren, kassidischen Christen und Pontusgriechen, als das zu bezeichnen, was diese Verbrechen ohne Zweifel waren: ein Völkermord. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern Abend hat in einer sehr beeindruckenden Rede unser Bundespräsident zu Recht gefordert, dass wir Deutsche uns insgesamt der Aufarbeitung unserer Mitverantwortung oder vielleicht sogar Mitschuld beim Völkermord an den Armeniern stellen müssen. Wir, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, sollten uns deshalb in aller Form gegenüber dem armenischen Volk für die damalige moralische Gleichgültigkeit des Deutschen Reiches entschuldigen. Gott sei Dank sind heute viele Menschen in der Türkei in der Frage des Umgangs mit diesem Völkermord viel weiter als ihre eigene Regierung. Schauen wir uns nur an, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat an zivilgesellschaftlichen Initiativen, an wirklich guten Initiativen, die das Wort des Völkermords in der Türkei nicht aussprechen, um zu polarisieren, sondern weil eben die Wahrheit die Grundlage der Versöhnung sein muss. Hinter dieser beispielhaften, mutigen Arbeit der türkischen Zivilgesellschaft sollten wir als Bundestag nicht zurückbleiben. Was meine ich damit? Ich bin froh, dass die heute vorliegenden Anträge in die Ausschüsse verwiesen werden. Ich hätte mir natürlich noch mehr gewünscht, dass wir heute einen gemeinsamen Antrag gehabt hätten. Aber ich hoffe sehr, dass in der Ausschussberatung Folgendes deutlich wird: dass wir die richtige Balance finden zwischen Eifer und Gleichgültigkeit. Es geht nämlich nicht darum, dass der Antrag der beste ist, der das Wort Völkermord am meisten sagt. Es geht nicht darum, etwa zu unterstellen, weil wir eine etwas andere Meinung haben, wie man das Wort auch im offiziellen diplomatischen Gebaren verwendet, als Teile der Bundesregierung unterstellen zu wollen, dass sie nicht bisher auch schon alles getan hat, oft auch hinter den Kulissen, damit es zur Versöhnung kommt und damit sich auch die Türkei dem Völkermord stellt, sondern es geht darum, dass wir eine verantwortungsvolle Arbeit leisten, die nur ein Ziel haben kann: nicht Rechthaberei, sondern Versöhnung. Und das geht nur, wenn wir auch die türkischen Freunde dabei mitnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass es selbstverständlich zu begrüßen ist, wenn jetzt und auch schon im letzten Jahr es Aussagen gibt türkischer Regierungsmitgliedern, die den Opfern ihr Beileid aussprechen. Allerdings werden in diesen Erklärungen die Verbrechen an den Armeniern gleichzeitig weiter relativiert, weil sie als eine Art unvermeidliche, fast schon natürliche Begleiterscheinung des Ersten Weltkriegs dargestellt werden. Wir alle
Aber auch die jetzige türkische Regierung weiß, dass die Armenier nicht zufällig irgendwelchen Kriegswirren, sondern einem eiskalt geplanten Verbrechen des damaligen türkischen Staates zum Opfer gefallen sind. Und dazu muss sich die Türkei bekennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Generationen von heranwachsenden Menschen wurde in den Schulbüchern der Türkei ein Bild auf die Ereignisse eingepflanzt, möchte ich fast schon sagen, dass alles versuchte, um auch nicht den leisesten Hauch aufkommen zu lassen, dass sich vielleicht der türkische Staat dort an den Armeniern vergangen hat. Und deshalb war es so leicht, Emotionen heraufzuschüren in der Türkei, weil man den Menschen erzählt hat, all die innerhalb und außerhalb der Türkei, die vom Völkermord sprechen, tun das, weil sie unser Land beschädigen wollen. Das ist falsch und leider ist es genau umgekehrt. Denn aus dem hinter diesem Geschichtsbild stehenden Zwang, die wahren Ausmaße der damaligen Verbrechen und ihre Urheber verleugnen zu müssen, weil man glaubt, sonst die nationale Identität zu verlieren, erwächst am Ende nur erneutes Unrecht. Und diesen Zyklus kann nur einer durchbrechen, nämlich die türkische Regierung. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich deutlich machen, dass ich hoffnungsvoll bin, dass ich der festen Überzeugung bin, dass am Ende die Menschen in der Türkei selbst wissen wollen, wie ihre Geschichte war und auch zu ihrer Geschichte, auch zu den dunklen Seiten stehen wollen. Und weil das so ist, bin ich fest davon überzeugt, dass es auch zu einer Versöhnung kommen wird. Immer mehr Menschen in der Türkei fragen nach ihrer Vergangenheit, entdecken dabei zum Beispiel auch ihre eigene verschüttete armenische Geschichte. Deshalb kann man sagen, der 1915 gestartete Versuch, das westarmenische Volk und seine Kultur auszulöschen, ist gescheitert. Er musste scheitern, weil es einen uneinnehmbaren Ort gibt. Der nennt sich Erinnerung. Diesen Ort gibt es nicht nur in den Herzen der Nachfahren der Opfer, sondern auch in den Herzen einer wachsenden Zahl von Menschen, die nicht vergessen und vertuschen wollen. Und das Wunderbare ist, dass die Zahl dieser Menschen wächst in einem wunderbaren Land, welches wir Türkei nennen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Erika Steinbach ist die nächste Rednerin.